Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Seit gestern Morgen um 4.22 Uhr gilt für unser Polizeipräsidium hier in Kaiserslautern eine neue Zeitrechnung. Wir sind alle schockiert, zutiefst entsetzt und traurig über den Tod unserer 24-jährigen Kollegin und unseres 29-jährigen Kollegen, die während einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel durch Schüsse tödlich verletzt wurden. Diese Morde machen uns fassungslos. Und trotz unserer großen Betroffenheit arbeiten wir seit gestern Morgen gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Saarland, unseren Spezialeinheiten und weiteren Unterstützungskräften unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft hier in Kaiserslautern an der bestmöglichen Aufklärung dieser brutalen Taten. Die beiden Beamten waren nicht nur unsere Kollegen, sie waren Freunde, Vertraute und Wegbegleiter. In Gedanken sind wir bei der getöteten Kollegin und ihrem Kollegen, aber auch bei ihren Familien und Freunden, denen ich auch von dieser Stelle aus mein allerherzlichstes Beileid ausspreche. Wir werden die jetzt vor uns liegenden schweren Stunden und Tage gemeinsam mit den Familien gehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will auch ein anderes Thema kurz ansprechen. Wir erleben momentan auch eine unfassbar große Welle der Solidarität und Anteilnahme. Neben Polizeibehörden und anderen Sicherheitsorganisationen haben sich auch zahlreiche Privatpersonen und Organisationen aus dem gesamten Bundesgebiet, auch aus unseren europäischen Nachbarländern, bei uns gemeldet und ihre Bestürzung kundgetan. Und Grüße an die Familien, Beileidsgrüße und die Hinterbliebenen gebeten auszurichten. Sie sind in Gedanken auch mit uns. Und bevor wir jetzt zum Thema kommen des heutigen Nachmittags, wir wollen Ihnen ja berichten über die Abläufe, die wir seit gestern Morgen um 4.22 Uhr haben, möchte ich Ihnen kurz die Kolleginnen und Kollegen am Tisch vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Herr Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi, der seit gestern Morgen die Einsatzführung über den laufenden Sondereinsatz wahrnimmt. Herr Kriminaldirektor Frank Gautsche auf der linken äußeren Seite ist der Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern. Er leitet den Bereich Ermittlungen und er steht nachher für Fragen zu Einzelheiten zur Verfügung. Vom Landespolizeipräsidium des Saarlandes begrüße ich Frau Melanie Moorbach. Ich habe es ja eben schon eingangs erwähnt, das Saarland hat uns sehr unterstützt bei allen Maßnahmen, die in den letzten Stunden stattgefunden haben. Und sehr gern stelle ich auch meinen Nachbarn vor, Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Gehring und Herrn Oberstaatsanwalt Orten, die die sachleitende Staatsanwaltschaft vertreten und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Ich würde das Wort dann auch für Begrüßungsworte an Sie richten, Herr Dr. Gehring, und bitte Sie dann um Übernahme. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Beim Polizeipräsidium Westpfalz bedanke ich mich für die Organisation in den Räumen der Justiz, hier im Forum der Justiz. Und bei Ihnen, Damen und Herren Medienvertretern, bedanke ich mich für das große Interesse. Es reflektiert meiner Ansicht nach die persönliche Betroffenheit sehr vieler Bürger angesichts des Todes von jungen Polizeibeamten, die in Ausübung ihres Dienstes gestorben sind, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, unsere Sicherheit zu garantieren und unsere Gesetze durchzusetzen. Ich werde nachher noch allgemein etwas dazu sagen und gebe nunmehr zunächst an den Herrn Vizepolizeipräsidenten weiter, der die Verhandlung referieren wird. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen guten Tag. Können Sie etwas lauter sprechen, ja, bitte? Nicht an. Jetzt? Ja. Okay. Also in der vorletzten Nacht war unsere Polizeiinspektion in Kusel in der Bekämpfung von Eigentumskriminalität unterwegs. Und man hatte Fahndungsmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen vorgesehen für eine Person dort, die in der Eigentumskriminalität unterwegs ist im Bereich Kusel, die durch ein hohes Fluchtverhalten bisher aufgefallen ist, auf die aber kein Hinweis auf Waffen bisher vorlag. Deshalb hat man sich entschieden, ein Einsatzkonzept zu fahren mit einem Zivilfahrzeug und zwei Funkstreifenwagen.
Und üblicherweise haben dann in solcher Situation hat das Zivilfahrzeug die Aufgabe, Aufklärung zu betreiben. Und die eigentliche Kontrolle wird dann üblicherweise von der Funkstreife der jeweiligen dann durchgeführt. Von 1932 bis 2017 kam es dann zu einem Funkspruch der beiden getöteten Beamtinnen und des Beamten, dass sie dubiose Personen festgestellt hätten im Bereich Ulmitt und der ganze Kofferraum sei voller Wildtiere. Sie haben auch dann noch Unterstützung durch die beiden anderen Fahrzeuge angefordert. Von 20.17 bis 21.08 wurde gefunkt, komm schnell, die Schieße, komm schnell. Wir sind zwischen Ulmitt und 4012 ist gleich in Edesbach, wir kommen. Das war das Letzte, was dann gefunkt wurde. Daraufhin war noch ein Schuss zu hören. Die etwa 10 Minuten später eintreffenden Unterstützungskräfte haben dann die Kollegin vor dem Zivilfahrzeug gefunden. Sie war bereits tot. Der Beamte wurde gefunden hinter dem Zivilfahrzeug im Bereich einer Böschung und war auch schwerst verletzt und nicht mehr ansprechbar. Ein Fahrzeug wurde vor Ort nicht festgestellt. Am Tatort waren Spuren, die gesehen wurden, und es wurde ein Führerschein und ein Bundespersonalausweis gefunden neben der getöteten Kollegin. Beide Papiere waren ausgestellt auf den zwischenzeitlich festgenommenen 38-jährigen Tatverdächtigen aus dem Saarland. Der daraufhin eingeleitete Polizeieinsatz hat sich dann auf die Fahndungsmaßnahmen in Richtung Saarland konzentriert. Wir haben hier beim PP Westpfalz, wir nennen das eine besondere Aufbauorganisation, aufgebaut, eine Arbeitsstruktur, mit dem wir diesen Sachverhalt abarbeiten wollten. Das sind die Kernaufgaben, sind da Fahndung, sind Ermittlungen und sind natürlich auch der Einsatz unserer Spezialeinheiten. Wegen der Besonderheit Saarland haben wir auch ganz schnell Kontakt mit dem Saarland aufgenommen und haben mit dem dortigen Polizeiführer, der Polizeidirektor Schweizer, auch die Arbeitsstrukturen für den Tag abgestimmt und geplant. Im weiteren Verlauf wurden durch verschiedenen Feststellungen mehrere Objekte im Saarland als mögliche Zielobjekte identifiziert. Es wurden verschiedene Kontaktpersonen bekannt und es wurden auch Hinweise auf verschiedenste Fahrzeuge bekannt, die von Beschuldigten genutzt werden könnten. Diesen Hinweisen sind wir zusammen mit den Kollegen aus dem Saarland, die uns da tatkräftig unterstützt haben, nachgegangen. Und im Laufe des Tages konnte sich da auch ein Fahndungserfolg einstellen, über den die Kollegin Moorbacher aus dem Saarland nun berichten wird. Als klar war, dass der Tatverdächtige im Saarland wohnt, haben wir mehrere Zielobjekte und Fahrzeuge im Saarland natürlich überprüft und auch mit verschiedenen Personen Kontakt aufgenommen in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Rheinland-Pfalz. Im Laufe des Nachmittags haben sich dann zwei Wohnobjekte in Sulzbach sowie ein Fahrzeug herauskristallisiert. Und es wurde festgestellt, dass sich der 38-jährige Tatverdächtige, nachdem zu diesem Zeitpunkt bereits öffentlich gefahndet wurde, vermutlich in Sulzbach im Bereich der Bahnhofstraße aufhält. Die Kräfte wurden dann dorthin verlagert und die Spezialkräfte waren natürlich dort auch im Einsatz, Rheinland-Pfalz und Saarland. Als der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17 Uhr dann das Wohngebäude verlassen hat, konnte ein Zugriff erfolgen und er wurde von den Spezialeinheiten festgenommen. Der 38-Jährige ließ sich auch widerstandslos festnehmen. Es haben sich dann natürlich noch Durchsuchungen in den Wohnobjekten angeschlossen und dabei trafen wir auf eine weitere Person, und zwar einen 32-Jährigen aus Sulzbach. Bei ihm handelt es sich um einen weiteren möglichen Tatverdächtigen und er wurde ebenfalls widerstandslos festgenommen. Ich würde das Wort dann nochmal bezüglich weiterer Ermittlungsmaßnahmen an den Kollegen Schmolze übergeben. Ja, die Staatsanwaltschaft war ja eingeschaltet von Beginn an, hat die ganzen Maßnahmen auch den ganzen Tag begleitet. Und was dann mit den beiden Festgenommenen passiert ist und was geschehen ist, da würde ich dann doch das Wort an die Justiz übergeben. Ja, meine Damen und Herren,
gegen die zwei Tatverdächtigen, von denen schon die ganze Zeit die Rede ist, den 38-Jährigen und den 32-Jährigen, hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehl erlassen. Diese beiden Haftbefehle wurden heute Morgen eröffnet und in Vollzug gesetzt, sodass sich die beiden Beschuldigten seither in Untersuchungshaft befinden. In diesen beiden Haftbefehlen geht der Ermittlungsrichter davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen die beiden jungen Polizeibeamten gemeinschaftlich getötet haben. Zur Vorgeschichte lässt sich der Haftbefehl auch aus. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen in einem Fahrzeug, in einem Kastenwagen im Kreis Kusel unterwegs waren, um dort zu wildern. Man hat dann später bei der Festnahme auch dieses Fahrzeug gefunden und auch dann befand sich noch eine große Anzahl von erlegten Wildtieren in der Ladefläche dieses Kastenwagens. Und der Haftbefehl geht weiter davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen, die beiden Beschuldigten, dann in diese Verkehrskontrolle gerieten. Die beiden Polizeibeamten waren uniformiert und haben sich auch als Polizeibeamte zu erkennen gegeben. Jedenfalls gehen wir davon aus. Und es gibt noch diesen ersten Funkspruch, aus dem zu entnehmen ist, dass man diese Wildtiere auf der Ladefläche oder im Kofferraum Ladefläche dieses Kastenwagens festgestellt hat und nun zu einer Personenkontrolle übergehen will. Und der nächste Funkspruch ist ja schon erwähnt worden, kurz danach ist dann ein Hilferuf und eine Mitteilung, dass die auf uns, gemeint sind die Polizeibeamten, schießen würden. Im Moment gehen wir davon aus, nachdem die Gerichtsmedizin erste Untersuchungen vorgenommen hat und man bei diversen Durchsuchungen auch Waffen gefunden hat, die Tatwerkzeuge sein könnten, dass eine der beiden Waffen eine Schrotflinte ist und die andere Waffe ein Jagdgewehr, ein sogenannter Einlader, der einzeln aufmunitioniert werden muss. Und diese Vermutung deckt sich auch mit dem Verletzungsbild, das man an den Opfern festgestellt hat. Im Moment gehen wir also davon aus, dass mindestens zwei Waffen verwendet wurden. Und wir gehen auch davon aus, dass diese zwei Waffen von den beiden Beschuldigten genutzt wurden, also dass jeder geschossen hat. Bei der getöteten Polizeibeamtin führte ein Schuss mit der Schrotwaffe zu tödlichen Verletzungen. Der männliche Polizeibeamte wurde insgesamt viermal getroffen. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr gegen die beiden Beschuldigten. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt, dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken und dass deswegen das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund ist im Wesentlichen auch dann der Haftgrund der Fluchtgefahr begründet, zumal bei beiden Beschuldigten festzustellen war, nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen, dass ihre wirtschaftlichen Verhältnisse alles andere als geordnet sind und dass auch ihre sozialen Verhältnisse eher brüchig sind und dass dies alles, die Straferwartung und ihre persönlichen Verhältnisse, ihre persönliche Lebenssituation dazu geführt haben, dass der Ermittlungsrichter Fluchtgefahr begründet hat. Die beiden Haftbefehle sind in Vollzug gesetzt und sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ja, vielen Dank. Die Polizei hat also in sehr kurzer Zeit mit einer beeindruckenden Kraftanstrengung vieles ermittelt. Aber das Ermittlungsverfahren ist noch am Anfang. Wir werden alles tun, um das Geschehen so weit wie möglich aufzuklären und die gesetzlichen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Richter möchte ich ja ebenfalls erwähnen, die ja in dieser Phase des Verfahrens im Hintergrund sind, als Rechtsmäßigkeitskontrolle, aber mit demselben Pflichtbewusstsein ihrer Aufgabe nachkommen. Gegenstand der Ermittlung wird sein insbesondere, wer genau was zu der Tat beigetragen hat und was die Motive waren. Es gehört nicht zu unserer Vorstellung von Deutschland, dass jemand auf offener Straße mit Jagdwaffen anfängt zu schießen und das Feuer öffnet, bloß weil er vielleicht beim Wildern erwischt wird. Deswegen ist der Fall verstörend.
Polizei und Justiz haben allerdings öfter mit unwahrscheinlichen Ereignissen zu tun. Seltene und unwahrscheinliche Ereignisse sind geradezu unser Job. Ich möchte hier den Blick auf eine gemeinsame Aufgabe von Polizei und Justiz richten und auf ein gemeinsames Prinzip, nach dem wir vorgehen, das Legalitätsprinzip. Das heißt, dass wir uns nicht aussuchen können, womit wir uns befassen, sondern die Gesetze durchsetzen müssen, auch wenn das unangenehm und gefährlich ist. An dieser Stelle möchte ich deshalb meinen Respekt ausdrücken für die Polizei und insbesondere für die beiden getöteten Polizeibeamten, die sich dieser Aufgabe unterziehen. Als Staatsanwaltschaft sieht man, was die Polizei tut. Man sieht es in den Akten, man sieht es durch die Zusammenarbeit. Aber wir sehen es meistens aus der Retroperspektive und mit einer gewissen Distanz, weil wir nicht dabei sind. Das Ganze nur nachträglich würdigen. Aber deswegen kann ich eben sagen, ich sehe da bei der Arbeit der Polizei eine Kultur der Vernunft und eine Kultur der Höflichkeit, was das Verhältnis zum Bürger betrifft. Und ich bringe das nicht zusammen mit dem blinden Hass, der manchmal den Vollzugsorganen entgegenschlägt. Ich gehe davon aus, dass dieser blinde Hass, der zu einem gesellschaftlichen Problem geworden ist, dass der nicht durch die Polizei provoziert wird, nicht durch das Verhalten der Polizei provoziert, sondern eine andere Ursache hat, die wir angehen müssen. Jetzt aber zurück zum Fall. Da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, auf ein anderes Prinzip, das auch unsere Arbeit regelt. Das ist die Einzelfallgerechtigkeit. Wir sind hier am Anfang der Ermittlungen. Es ist völlig klar, etwas sehr Schlimmes ist passiert. Die Frage, wer in welchem Umfang dafür verantwortlich ist, ist aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Wir befinden uns in einem frühen Stadium des Verfahrens. Wir werden das aufklären, unsere rechtlichen Schlüsse daraus ziehen und dann die ermittelten Fakten der Öffentlichkeit mitteilen. Auch Gerichtsverhandlungen finden öffentlich statt, sodass sich jeder, wenn die Fakten dann vorliegen, die verfügbar sind, eine Meinung bilden kann. Ein einzelnes Beispiel von verfrühten Schlüssen möchte ich noch erwähnen. Es gibt einen Zeugen, der genauso alt ist wie einer der Beschuldigten und der offenbar Probleme hat, wie mitgeteilt wurde, weil er verwechselt wird. Das möchte ich nochmal auf den Weg geben. Das also nur, man soll sich schon vergewissern, was man berichtet und welche Schlüsse man daraus zieht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde dann an den Herrn Erfurt weitergeben für Fragen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben die Möglichkeit, an Polizei und Staatsanwaltschaft Ihre Fragen zu stellen. Ich schlage vor, dass wir das im Wechsel machen. Es darf jeder eine Frage stellen. Wenn Sie wieder eine haben, nehme ich Sie wieder zurück. Bitte schön. Spangenberger, ARD Tagesschau. Eine Frage. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass es um 4.20 Uhr gestern früh zu der Tat kam. Wenn ich Sie mit der Maske richtig verstanden habe, sprechen Sie jetzt von 20 Uhr vorgestern Abend? Es war immer von 20 Uhr. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe die genauen Minuten nochmal gesagt. Es war 4 Uhr 1932 bis 4 Uhr 2017. Ja, das war die Zeit dieses ersten Funkspruches. Kam das falsch an? Dann bitte ich um Entschuldigung. Ja, und der zweite Funkspruch, der war von 4 Uhr 2017 bis 4 Uhr 2108, um ganz genau zu sein. Ja. Bitte, wer hat noch Fragen? Tobias Ruxer, Burger Zeitung. Ich wollte fragen, ob die beiden Tatverdächtigen Waffenbesitzkarten besessen haben. Bei dem 38-Jährigen heißt es ja, dass 2008 und 2020 jeweils die Waffenbesitzkarte einkassiert worden sei. Beim 32-Jährigen liegen dazu keinerlei Informationen zu. Können Sie dazu was sagen? Ja, also wir sind momentan noch in den Abklärungen bezüglich Waffenbesitzkarten, auch bezüglich den Berechtigungsscheinen zur Ausübung von eventuellen Jagdberechtigungen. Ich kann hierzu heute noch keine detaillierten Fakten nennen. Wie gesagt, da sind wir noch in den Abklärungen, um belastbares Material zu erlangen. Waren im Zusammenhang mit der Aufklärung von Eigentumsdelikten, standen die in irgendeinem Zusammenhang mit den dringend Tatverdächtigen?
Nein, überhaupt nicht. Das war ein örtlicher Täter aus dem Bereich Kusel. Hat mit den Tatverdächtigen nichts zu tun, hat auch mit den Delikten, die hier zur Rede stehen, nichts zu tun. Hier vorne links war noch eine Wortmeldung. Herr Matthias Lasch vom Spiegel. Können Sie was zu der Vorgeschichte, zur journalistischen Vorgeschichte der Tatverdächtigen sagen? Also gibt es Vorstrafen, gibt es bereits irgendwelche einschlägigen Urteile oder sind Sie schon aufgefallen in irgendeiner Form gegenüber Behörden? Also was wir momentan wissen, ist, dass der 38-jährige Haupttatverdächtige bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, zum einen wegen Jagdwilderei und zum anderen wegen einer Verkehrsunfallflucht. Bezüglich des zweiten Tatverdächtigen wissen wir, dass er polizeilich in Erscheinung getreten ist wegen Betrugsdelikten, aber ansonsten liegen uns derzeit keine weitergehenden polizeilichen Erkenntnisse vor. Also eine Vorverurteilung gibt es nicht. Keiner von den beiden hat eine rechtskräftige Vorstrafe. Eine weitere Wortmeldung, bitte. Castello von den Sat.1-Nachrichten. Und zwar wurden die Taten aufgezeichnet, also gab es irgendwie eine Bodycam? Und falls nein, wie wäre man auf die Tatverdächtigen gekommen, wenn man nicht diesen Personalausweis gefunden hätte am Tatort? Hypothetische Frage, die man jetzt so nicht beantworten kann. Die Ermittlungslage hätte nicht gut ausgesehen. Von der Links war noch eine Wortmeldung. Ja, Thomas Müller von der Bild, hallo. Bei den Festnahmefotos, die man gesehen hat, sieht man ja einen Mann, der Metzgerkittel sozusagen trägt oder eine Bäckerschürze. War das der 38-Jährige oder der 32-Jährige? Also wir möchten im Grunde zu den Festnahmebildern, die in der Presse sind, jetzt auch keine Stellung hier beziehen, an der Stelle. Ja, Thorsten Gremers von Servus TV. Die Frage wäre jetzt mal nach den Waffen. Woher stammen diese und wie konnten die in den Besitz gelangen? Das hat der Kollege Gautscher eben schon versucht zu sagen. Es wurden etliche Waffen gefunden in den verschiedenen Objekten. Und da sind wir momentan dran, uns auch, den Überblick haben wir, aber die Waffen müssen ja ganz konkret aufgelistet werden und müssen dann verglichen werden, mit Papieren verglichen werden. Und da ist unser kriminalpolizeilicher Ermittler gerade dabei. Da kann ich letztendlich definitiv noch nichts sagen. Daniel Koh vom Fernsehsender Welt. Ich hätte zwei Fragen. Wir haben ja gehört, dass es sich bei der einen Frau um eine Polizeianwärterin hielt, dass sie noch in Ausbildung war. Ist es üblich, dass jemand, der in Ausbildung war, quasi als vollwertige Polizeikraft eingesetzt werden kann? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Gibt es Aufnahmen, gibt es Bodycam-Aufnahmen oder was können Sie dazu sagen? Es gibt keine, ich fange mit dem letzten an, es gibt keine Bodycam-Aufnahmen. Es ist nicht grundsätzlich üblich, dass Polizeianwärterinnen und Anwärter direkt auch als zweite Kraft eingesetzt werden. Bis zu einer gewissen Phase des Studiums ist das auch nicht üblich. Dann, wenn die Ausbildung zum Großteil abgeschlossen ist, und dann ist das sehr wohl auch üblich und liegt dann im Ermessen der diensthabenden Kollegen, also der Polizeiinspektion in Kusel. Die Kollegin hier war kurz vor dem Abschluss, die hätte im Mai ihren Dienst begonnen. Sie hatte alle Trainings, Schießtrainings, Einsatztrainings, Zugriffstrainings absolviert. Die Schießtrainings waren im Dezember nochmal mit einer Prüfung auch abgelegt worden. Und sodass das in diesem Fall auch dann, sie war auch schon zweimal im Praktikum hier beim PP Westpfalz, bei der Kriminalpolizei und bei der Schutzpolizei, stand. Sie war also fast in der Hinsicht eine fertige Polizistin und dann kann man das machen. Es waren auch die besonderen Umstände. Ich habe ja gesagt, es war ein Zivilfahrzeug, das überwiegend der Aufklärung dienen sollte an der Stelle und eigentlich nicht zur Kontrolle von Fahrzeugen grundsätzlich vorgesehen war. Ich weiß auch, dass diese Stelle, dass der Tatort für das Anhalten von Fahrzeugen aus dem fließenden Verkehr eigentlich nicht geeignet ist. Und das gilt insbesondere auch für das Anhalten mit dem Zivilfahrzeug. Ja, sodass ich auch, dass auch möglich zu vermuten ist, dass das Fahrzeug stand, als die Kollegen dort hinzukamen
und die, was die Annahme von den beiden war, das mag nun dahingestellt sein, das ist natürlich eine Vermutung, eine Spekulation, ob eine Panne oder ein Unfall dort anzunehmen war, was wir dort ja häufig haben in dem Bereich Kusel, das sind halt eben auch Wildunfälle, ja, und das kann schon mal sein, dass da ein Wildstück auf der Straße liegt und auch ein Fahrzeug gesehen wird, dann geht man von Wildunfall aus, denn für Wilderei haben wir hier kaum ganz wenig Erkenntnisse und das ist bei uns eigentlich, spielt das keine so große Rolle und wenn es eine Rolle spielt bei einzelnen Delikten, dann in einer Art und Weise, wie sie hier nicht zur Rede steht, sondern ich sag mal durch nicht fachgerechtes Zerlegen von Wild, das sind dann die Straftatbestände. Ja. Also man konnte von diesem Sachverhalt jetzt bei der ersten Ansicht dieses zu kontrollierenden Fahrzeuges nicht davon ausgehen, was hier vorlag. Andreas Schopp von RTL und NTV. Zwei Fragen. Zum einen, in welchem Verhältnis stehen die beiden Verdächtigen zueinander? Sind sie verwandt, familiär? Oder sind Sie auch schon vorher kriminalistisch in Erscheinung getreten, gemeinsam, und haben sich die beiden mittlerweile gegenüber den Ermittlern, gegenüber der Staatsanwaltschaft irgendwie geäußert? Gibt es irgendwelche Äußerungen von den beiden? Also mir ist bisher nur bekannt, dass die beiden bekannt sind, also auf jeden Fall nicht verwandt. Der ältere der beiden Beschuldigten hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, der jüngere der beiden Beschuldigten hat Angaben gemacht. Er hat eingeräumt, die Wilderei, dass man da gemeinsam unterwegs war, um Wild zu jagen. Er hat dann auch geschildert, diese Kontrollsituation und die Schüsse. Er hat aber bestritten, selbst geschossen zu haben. Was hat er denn gesagt, wie es zu den Schüssen kam? Dazu hat er nichts gesagt. Nina, Alex. Nina Weber, ARD Hörfunk. Haben Ihre Polizeikollegen, haben die auch geschossen, haben die zurückgeschossen oder nicht? Ja, also die Kollegin, die hatte die Pistole noch im Holster. Die hatte wohl möglicherweise eine Taschenlampe vorher in der Hand und die Papiere möglicherweise. Die war arglos. Der Kollege hat dann noch sein Magazin geleert, also er hat 14 Mal noch geschossen und der weitere Ablauf, den müssen wir jetzt noch klären. Alexandra Dietz, SWR Fernsehen. Wenn man sagt, das Zivilfahrzeug war quasi am Kontrollieren, ist hinterhergefahren, hat die womöglich vielleicht da auch entdeckt. Wo waren denn in der Zeit die anderen beiden Autos der Polizei? Waren die nah dran? Waren die weiter weg? Wie schnell waren die dann am Tatort, als das passiert ist? Die waren im dortigen Bereich, aber nicht unmittelbar dabei. Sie waren circa 8 bis 10 Minuten später, waren sie dann an dem Ereignisort. Nochmal Spangenberger, ARD Tagesschau. Es war in der Presse zu lesen, dass die beiden Polizisten durch Kopfschüsse gestorben sind. Was können Sie zu den Schüssen sagen? Waren es Kopfschüsse? Nachfrage, die Bundesinnenministerin Faeser sprach ja von einer Hinrichtung, was durchaus den Schluss zulässt, dass es Kopfschüsse sind. Das kann ich bestätigen, ja. Das kann ich bestätigen. Beide sind im Kopf getroffen worden. Also die Polizeibeamtin, das hatte ich ja eben schon gesagt, mit einem Schuss. Und der Polizeibeamte ist 4-mal getroffen worden und ein Schuss ging auch in den Kopf. Danke. Daniela Pfad von der BILD. Zwei Fragen. Wurden bei den Tatverdächtigen Drogen gefunden? Und zweite Frage, gibt es Bezüge in die Reichsbürgerszene? Ja, das erste kann ich verneinen. Bisher gibt es keine Erkenntnisse von uns. Ich weiß nicht, mit Saarland gibt es auch keine und mit dem zweiten Teil. Ja, und bezüglich des zweiten, Bezüge zur Reichsbürgerszene oder auch politisch motivierte Kriminalität haben wir keinerlei Erkenntnisse. Der Kollege von Servus TV hat eine Frage.
So, nochmal Thorsten Kremers von Servus TV. Was mich noch interessieren würde, einer der beiden Tatverdächtigen war ja bekannt dafür, oder man konnte es zumindest mal im Internet lesen, dass er ja seine Jagdtrophäen verkauft hat gewerblich, also dort Fleischhandel betrieben hat und er hatte ja auch keine Berechtigung mehr. Hatte man denn auch ausreichend seitens der Behörden nach Erlöschen der Berechtigung überprüft, ob er noch im Besitz seiner Waffen war? Das können wir Ihnen heute als Ermittler von BB Westpfalz hier nicht beantworten. Das müssen die Erhebungen in den nächsten Tagen, wir haben das ja schon gesagt, dass das mit den Waffen noch aufbereitet werden muss, das muss journalistisch aufbereitet werden, muss dann mit den behördlichen Dingen übereinander gelegt werden und muss dann festgestellt werden, was da stimmt, was nicht stimmt. Das können wir jetzt nicht sagen. Ganz hinten die Kollegin, dann sind Sie dran und dann gehen wir hier vor. Ich denke, Sie hatten die Wortmeldung. Ja, gut. Frank Simon von Reuters. Ich würde gerne wissen, es waren am Anfang auch Durchsuchungen wegen mehr Leuten. Ist man sicher, dass Sie nur zu zweit waren oder gibt es noch Ermittlungen in der Richtung, dass auch mehr Leute beteiligt sein können? Also wir gehen jetzt momentan von den beiden aus. Es wurden in der ersten Phase natürlich auch mehrere Personen kontrolliert. Es wurden auch mehrere Durchsuchungsmaßnahmen auch durchgeführt. Der Herr Dr. Gehring hat eben auch gesagt, da hat sich auch jemand gebeten, dass klargestellt wird, dass er nicht verdächtig ist. Das ist auch so. Es gab zum Beispiel im Bereich Kirkel gab es eine Durchsuchung. Das ist kein Verdächtiger, sondern das sind nur bekannte Kontaktpersonen. Und momentan nach den Ermittlungen gehen wir von zwei Tätern aus. Nochmal zwei Fragen an Sie, Daniel Kof von Welt. Mich würde interessieren, wir sprechen ja über diese zwei Männer, 38 Jahre und 32 Jahre alt. Was macht den 38-Jährigen zum Hauptverdächtigen? Und auf der anderen Seite würde mich interessieren, wir haben Meldung bekommen, dass die Polizisten das Auto wohl angehalten haben, weil es angeblich ohne Licht unterwegs war. Können Sie dazu was sagen? Ich fange hinten an. Also ich habe ja gesagt, dass diese Meldung mit ohne Licht kann ich nicht von dieser Stelle aus bestätigen. Ich gehe eher davon aus, dass das Fahrzeug gestanden hat. Also ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug stehend angetroffen wurde von den Kollegen. Aber das ist eine Vermutung von mir. Ja? Das ist aus den Anhaltspunkten, die wir bisher haben. Und die zweite Frage, die erste. Warum der Ältere quasi der Hauptverdächtige? Das kann man jetzt noch nicht sagen, ob er der Hauptverdächtige ist. Wir haben die Papiere von ihm gefunden. Er war der erste Verdächtige. Ja? Und so über ihn kamen wir zu dem zweiten. Degerle von RPA1, nochmal zum genauen Verständnis. Sie hatten gesagt, das Jagdgewehr ist ein Einlader und mit dem wurde viermal geschossen. Bedeutet, nach jedem Schuss musste da aktiv nachgeladen werden. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin jetzt kein Waffenexperte und ich glaube, Sie werden hier auch keinen Waffenexperten hier im Moment finden. Ich habe mir das jetzt auch nur laienhaft erklären lassen, ja, damit die Justiz das jetzt im ersten Zugriff versteht. Das eine ist eine Schrotflinte, die kann man, aber das ist jetzt mal eine laienhafte Auskunft, so habe ich das jedenfalls verstanden, mit zwei Patronen laden, mit zwei Schrotpatronen. Und das andere ist ein Einlader. Jedes Mal, wenn Sie einen Schuss abgefeuert haben, müssen Sie die Waffe aufklappen und eine neue Patrone einlegen und dann können Sie wieder feuern. Wobei man sagen muss, wer geübt ist, kann das relativ schnell. Aber es ist nichts, was man repetieren kann oder nichts, was halb- oder vollautomatisch funktioniert, sondern man muss händisch was tun, um den nächsten Schuss abfeuern zu können. Daraus schließen wir auch, dass zwei Personen geschossen haben, weil vom zeitlichen Ablauf her im Moment jedenfalls kaum vorstellbar ist, dass eine Person nacheinander zwei Waffen benutzt, die diese Eigenschaften haben. In der Dynamik des Geschehens ist das im Moment kaum vorstellbar. Ja, Tobias Fuchs, Saarbrücker Zeitung. Sie haben die beiden Tatverdächtigen in Sulzbach im Saarland festgenommen, in einem Gebäude. Können Sie nähere Angaben machen, was für ein Gebäude das ist und in welcher Verbindung das zu dem Tatverdächtigen 38-Jährigen steht? Oder auch dem 52-Jährigen? Wenn Sie die Frage noch mal kurz wiederholen können. Das Gebäude, wo Sie die beiden festgenommen haben, in welcher Verbindung das zu den Tatverdächtigen steht und um was für ein Gebäude es sich handelt. Sie müssen ja irgendwie darauf aufmerksam geworden sein.
Also der ursprüngliche Hinweis auf die Örtlichkeit kam durch das aufgefundene Fahrzeug. Das wurde im Rahmen der Fahndung festgestellt, dieses Fahrzeug. Und aufgrund unserer vorherigen Ermittlungen, nämlich bezüglich Bekannten zu unserem ersten Tatverdächtigen, wussten wir auch, dass dort in unmittelbarer Nähe dieser Tatverdächtige 2 wohnhaft ist. Und von daher konnten wir natürlich die Rückschlüsse darauf ziehen, dass sich wahrscheinlich beide Tatverdächtigen zu diesem Zeitpunkt dort in diesem Komplex aufgehalten hatten. Es handelt sich dabei um Wohnhäuser mit mehreren Mietwohnungen. Wir gehen da rein, natürlich sind noch viele Wortmeldungen. Wir machen hier die Ecke und dann geht es darüber. Klaus Kuhn von Sanius. Meine Frage ist, ist die Polizeianwärterin kurzfristig für jemand anderen in den Dienst eingesprungen? Nein, das ist nicht der Fall. Es war planmäßig. Es war der zweite Dienst der Anwärterin in Kusel. Sie war erst wenige Tage wieder von der Fachhochschule zurückgekehrt, hat einen Spätdienst gemacht und planmäßig auch den Nachtdienst gemacht. Also die Tatsituation habe ich noch nicht richtig verstanden. Sie haben gesagt, das Auto hat möglicherweise, also das Auto der mutmaßlichen Täter gestanden. Waren die bergab unterwegs oder bergauf unterwegs? Und um welches Fahrzeug handelte es sich? Und der Polizist hat geschossen, hat er das Fahrzeug getroffen, die Person getroffen oder gar nicht, oder ja, wenn es einen Schusswechsel gab, wo hat er hingeschossen? Ja. Ich habe ja gesagt, dass was dieser Tatablauf anbelangt, dass wir da noch im Bereich der begründeten Vermutungen sind. Also wir können hier jetzt eine Vermutung, die wir aufgrund von der Spurenlage jetzt mal hier anstellen. Was jetzt im Einzelnen dort genau passiert ist, das kann man momentan nach meinem Dafürhalten noch nicht sagen. Da muss man die Spuren, die kriminaltechnischen, die Tatortarbeit, der Vergleich der Spuren, alles mal abwarten und gegeneinander ins Verhältnis setzen. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch Aufschluss darüber bekommen, was dort wirklich passiert ist. Ja. Momentan, es gibt das Aussageverhalten, wie das Aussageverhalten ist, dass wir da auch eine maßgebliche Rolle dabei spielen. Aber anhand der objektiven Beweislage werden wir das Tatgeschehen in den groben Zügen, denke ich, rekonstruieren können. Aber ob uns das 100% gelingt, das weiß ich nicht. Und wir sind möglicherweise am Ende auch vielleicht an der einen oder anderen Kleinigkeit auch im Bereich weiterhin der Spekulation. Ja. Also ob das Fahrzeug jetzt gefahren ist oder ob es gestanden hat, ich kann nur sagen, nach meiner Bewertung, nach Bewertung der Kollegen, gehen wir eher davon aus, dass es schon gestanden hat und nicht gefahren ist. Ja. Und welches Auto, Einschusslöcher, gibt es sowas? Ja, das war ja die Umstände, die Umstände gewesen, wie der Kollege Gaulsche gesagt hat, dass wir ja über verschiedene Verbindungen von dem ersten Tatverdächtigen auch zu möglichen Fahrzeugen, die er genutzt hat, gekommen sind. Das war ein Fahrzeug davon, ja. Und er selbst hat ja keine Fahrzeuge zugelassen, sodass da einige Fahrzeuge von Angehörigen, von Freunden in den Blick geraten sind. Da war auch dieses Fahrzeug dabei. Und als das in Sulzbach festgestellt wurde, hat man ja auch gesehen, dass es beschädigt war. Und insofern hat diese Fahndungsfeststellung in Sulzbach auch dann dazu geführt, dass man dieses Fahrzeug für relevanter hielt als zuvor. Und dann haben wir ja dann auch die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen an dem Fahrzeug und an dem Objekt dann auch mit unseren Spezialeinheiten vorgenommen. Dann war hier noch getroffen. Wolfgang Jung, DPA, nochmal auf Rückfrage nach dem Kollegen. Es gab also im Wagen Einschusslöcher und hat der Kollege auch jemand von den Verdächtigen getroffen mit seinen 14 Schüssen? Also soweit ich informiert bin, haben die beiden Verdächtigen keine Schussverletzungen. Am Fahrzeug sind allerdings Schäden, die mit Einschüssen in Einklang zu bringen sind. Wobei die endgültigen Berichte da auch noch ausstehen. Und dann bitte nochmal kurz um Handzeichen, dass ich die Reihenfolge hinkriege. Wir machen Sie hatten der Manama Bartsch vom Spiegel. Sie hatten vorhin gesagt, die sozialen Verhältnisse seien eher brüchig, die wirtschaftlichen nicht gut. Können Sie das ein bisschen ausführen? Also da ist von der Insolvenz des Bäckerladens die Rede. Können Sie was zur familiären Situation sagen? Waren das Familien, Väter, waren es nicht, aber Väter vielleicht? Entscheidung in Trennung, gibt es da nähere Erkenntnisse? Tiefgehende Angaben kann ich nicht machen. Er soll getrennt gelebt haben. Es war ja auch diese erste Meldeadresse in Homburg. Die war ja auch da, gehen wir davon aus, dass er da noch nicht gewohnt hat.
Zu den sonstigen Verhältnissen hat er Orden gesagt. Also gibt es noch Ermittlungen zu, was wir jetzt wissen, dass, soweit kann man das schon bestätigen, dass es da im Saarland offensichtlich Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren gibt oder dass es ein Insolvenzverfahren gab, was den älteren der beiden Beschuldigten betrifft und dass da es möglicherweise auch Ermittlungen gibt im Zusammenhang mit Insolvenz und möglicherweise Betrugshandlungen, aber das ist auch noch nicht abgeklärt, was da von zu halten ist oder was da Stand der Ermittlungen ist. Daraufhin nur eine kurze Nachfrage. Festnahmeort war auch gleichzeitig der Wohnort, also die Wohnadresse dann. Also einer der Tatverdächtigen war dort gemeldet, der zweite Tatverdächtige war dort nicht gemeldet, der war offensichtlich mit dem ersten zusammen. Der 38-Jährige war nicht dort gemeldet. Okay, dann kurz nochmal Handzeichen, dass ich die Reihenfolge hinkriege. SWR, ARD und dann gehen wir wieder darüber zu der Runde. Mich interessiert noch, haben Sie schon Erkenntnisse, ob die beiden Tatverdächtigen aus dem Auto ausgestiegen waren? Weil es ist ja recht schwierig, aus dem Auto heraus mit Langwaffen zu schießen und dann noch zwei Leute. Also wissen Sie schon was zu der Schussdistanz? Zu der Tatrekonstruktion habe ich ja schon was gesagt. Weitergehende Erkenntnis möchte ich jetzt da nicht mitteilen. Nochmal Alexander Dietz, SWR Fernsehen. Inwieweit kann man denn sagen, dass diese Bilderei vielleicht auch sozusagen den Hauptunterhalt dieser beiden Männer ja unterstützt hat, weil ja Insolvenzverfahren da wohl angängig waren und Sie auch sagen, soziale Komponente nicht gerade sehr stabil. Kann man denn dann sagen, dass das eventuell ihr, ja, täglich Brot war? Das wird Gegenstand der Ermittlung sein. Es gibt schon Hinweise darauf, dass das schon gewerblich und schon auch professionell gemacht wurde. Ja. Der Sache gehen wir auch nach. Mikro kommt zu Ihnen. Herr Schopf von RTL, ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Herr Denne. Wir haben es eingangs gesehen, Sie sind sichtlich gerührt. Ich denke, wir können das auch alle hier absolut nachvollziehen. Aber geben Sie uns doch gerne noch mal einen kleinen Einblick. Was macht diese Tat mit Ihnen? Was macht das mit den Kollegen im Polizeipräsidium? Und eine Frage an Sie, Herr Dr. Gehring, Sie haben es angesprochen. Es macht fassungslos, wie teilweise mit den Vollzugsorganen umgegangen wird, haben Sie gesagt. Beschreiben Sie mal ein bisschen, was meinen Sie damit? Und haben Sie den Eindruck, dass es vermehrt zu solchen Fällen kommt und das jetzt so, ich sag mal, das Schlimmstmögliche ist, aber es auch schon unterschwellig beginnt mit ja, Respektlosigkeit, Hass gegen Polizeibeamte oder andere offizielle Personen, wenn Sie uns dazu noch was sagen könnten? Ja, es macht das ganze Präsidium. Also wir haben gestern Abend ja auch zeitgleich während diesem Ermittlungseinsatz und während der zahlreichen Maßnahmen, die wir im Verlauf des Tages durchgeführt haben, hier beispielsweise auch Montagsspaziergänger gehabt. Und wenn man durch die Flure gegangen ist, ich war bei allen Kolleginnen und Kollegen in allen Einsatzabschnitten, habe mit allen versucht zu sprechen, dann merkt man eine sehr große Betroffenheit. Die große Betroffenheit rührt bei mir persönlich davon, dass ich auch eine Tochter habe, die im gleichen Alter ist wie die verstorbene Kollegin. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der verstorbene Kollege mir auch bekannt war. Er hat in unserer Pressestelle vor kurzem ein Praktikum gemacht, ein sehr sympathischer, sehr offener Kollege, der für uns auch Werbung gemacht hat. Das betrifft einen sehr persönlich. Und diese große Betroffenheit geht über das Präsidium noch hinaus. Die werden Sie merken in der kompletten rheinland-pfälzischen Polizei. Und ich habe es ja eingangs auch erwähnt, wir kriegen Solidaritätsbekundungen, wir kriegen Beileidsbekundungen aus ganz Europa. Das hilft einem dann schon ein wenig, dass man merkt, dass da so eine große Solidarität ist, wie im Übrigen auch im gesamten Einsatzablauf. Also alles, was wir haben wollten, was wir machen wollten, das haben wir gestern machen können, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten all das gemacht, was machbar ist. Und nur dann ist es auch möglich, dass man solche Ermittlungen so schnell zu Ende bringt, wie wir das heute jetzt erleben und hier sitzen. Und wir sind ja noch in einem sehr frühzeitigen Zeitpunkt der Ermittlungen. Es wird noch zeitweilig zu ermitteln sein. Es gibt viele Aspekte, die wir noch haben, die wir auch jetzt noch überprüfen müssen. Auch die mehrfach angesprochene Rekonstruktion der gesamten Tatabläufe, all das steht noch aus. Deshalb bitte ich auch um Verständnis, dass wir an vielen Stellen auch heute nicht tiefer berichten können.
Aber es ist wirklich so, dass wir sehr stark betroffen sind und das geht durchs gesamte Präsidium und auch durch die gesamte Polizei. Ich war heute Morgen auch bei einer der betroffenen Familie. Die nächste Familie werde ich auch besuchen. Also man hat dann schon die Tränen in den Augen und man kann auch, wenn man die Mutter umarmt, muss man sehr, also sie merken auch meine innerliche Bewegtheit an, das geht einem sehr nah. Herr Dr. Behring, bitte. Also wir befassen uns mit, Polizei und Justiz befassen sich mit Fakten. Jetzt haben wir schon öfters erlebt, ja, dass der Polizei in konkreten Verfahren Vorwürfe gemacht werden. Sie würden irgendwie falsch vorgehen, sie würden Gewalt anwenden, die nicht notwendig ist und so weiter. Und dafür gibt es rechtsstaatliche Mechanismen. Wir untersuchen diese Vorfälle. Und ich habe aus dieser Erfahrung heraus, bin ich sicher, dass es hier keine Kultur oder keine Übung in der Richtung gibt, sondern ganz im Gegenteil. Dass die Polizei geht dann mit diesen Vorwürfen auch um. Sie versucht, sich auch nach außen so darzustellen, wie sie ist, nämlich eben, sie versucht einfach ihre Aufgabe zu erfüllen. Und das hat mich zu dem Schluss kommen lassen, dass diese Vorwürfe zum großen Teil sind die nicht provoziert oder veranlasst durch irgendein Verhalten der Polizei, sondern ideologisch bestimmt. Und sind letztendlich gegen den Staat als solchen gerichtet. Und das ist auch wieder nicht nachvollziehbar, weil es gibt keine Alternative zu einem demokratischen Rechtsstaat. Und dieses Klima, also diese ideologische Begründung von Vorwürfen, die keinen Anhaltspunkt in der Realität haben, das kann ja auch mal gefährlich werden. Und es könnte sein, dass auch dieser Fall damit zusammenhängt, wenn nämlich allgemein die Hemmschwelle gesenkt wird. Ja? Wenn man den Staat als Hassobjekt sieht, obwohl es ja der eigene Staat ist, der die eigene Sicherheit garantiert, der die eigene Freiheit auch garantiert. Und deswegen ist das sehr besorgniserregend. So, nochmal Thorsten Kremers von Servus TV. Zwei Fragen. Die erste bei den beiden Tätern. Sind die eigentlich schon in der Vergangenheit mit Gewaltdelikten aufgefallen? Und die zweite Frage wäre, gestern hatte unter anderem ein Sympathisant der AKAP-Szene im Internet für Furore gesorgt aus Neunkirchen, der unter anderem dem Täter Schutz und Geld anbieten wollte auf seiner Flucht und dann auch die Polizei verhöhnt hat und die getöteten Polizisten. Es soll auch am Abend noch ein Polizeieinsatz in Neunkirchen stattgefunden haben. Was können Sie dazu sagen? Also zum zweiten Ihrer Frage. Es ist richtig, wir stellen auch in den öffentlichen Medien, in den sozialen Medien, stellen wir auch Beifallsbekundungen mit den Tätern fest. Das ist für mich eine abscheuliche Entwicklung. Das ist für mich menschenverachtend. Und wir werden parallel zu unseren Ermittlungen selbstverständlich auch diese Postings im Auge behalten und werden alles daran setzen, dass auch diese Leute verfolgt werden. Das war das Erste. Ihre erste Frage war aber noch ein anderer Punkt. Also da war ja noch der Polizeieinsatz in Neunkirchen, der dann stattgefunden hat. War der im Zusammenhang mit diesem einen Mensch, der da aufgefallen ist? Und die zweite Frage war noch mit den beiden Tätern. Wie sieht es da mit Gewaltdelikten in der Vergangenheit aus? Sind die da aufgefallen? Also wie ich vorhin schon ausgeführt habe, polizeilich liegen uns keine Kenntnisse auf Gewaltdelikte bezüglich der Täter vor. Und wie die Staatsanwaltschaft ja auch schon betont hat, eine Verurteilung der Täter hat ohnehin noch nicht stattgefunden. Wir waren gestern auch in Neunkirchen unterwegs. Wir haben dort auch nach unserem Tatverdächtigen gefahndet, waren dort auch an Objekten zugegen gewesen. Diese Personen haben aber nichts damit zu tun. Es ging nur darum, eventuell den Aufenthaltsort des Täters zu bestimmen. Ob sich jetzt natürlich noch ein anderer Polizeieinsatz in Neunkirchen mit unseren Ermittlungen überlagert hat, das kann ich jetzt natürlich an dieser Stelle nicht ausschließen.
Vielleicht zu dem Hate Speech noch. Wir bekommen da auch Unterstützung aus dem Land und werden auch aktiv weiterhin das Internet durchforsten nach solchen Postings, nach solchen Einträgen. Ja? Das werden wir nicht hinnehmen, da werden wir aktiv werden. Ja, Tobias Fuchs, der Brücker Zeitung nochmal. Es ist ja durch viele Trauerbekundungen auch viel bekannt geworden über den älteren Kollegen, der zu Tode gekommen ist. Können Sie vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen zu der jungen Kollegin? Sie kommt ja offenbar aus dem Saarland, wie der Ministerpräsident Tobias Hans gesagt hat, lebt aber in der Pfalz, hat die Ausbildung gemacht. Ja, im Groben kann ich sagen, also die junge Kollegin kommt aus dem Saarland, lebt jetzt in Rheinland-Pfalz. Sie stammt aus dem rhein-saarland-pfälzischen Grenzgebiet. Sie stand kurz vor der Ausbildung, vom Ausbildungsende davor, eine fertige Polizistin zu werden. Der Kollege ist ein sehr, sehr erfahrener Kollege, sehr aktiver Kollege und sehr achtsamer Kollege. Ja. So ist er bekannt und so wird er auch angesehen innerhalb der Polizei. Er ist jetzt mehrere Jahre schon beim PP Westpfalz, er ist auch Praxisanleiter für junge Kollegen, also wird da extra ausgebildet und ist extra dafür auserkoren und ist sehr, sehr anerkannt. Die noch für die ARD? Kein Fall, nicht die ARD. Ja, nochmal Alexander Dietz, SWR. Jetzt, Herr Denne, Sie haben eben ja sehr sichtlich bewegt über diesen Fall gesprochen. Also ich kenne Sie jetzt schon sehr lange, ich habe Sie selbst so noch nie erlebt. Was macht das auch mit den Kollegen? Und Stichwort Seelsorge. Also auch die wir vor Ort waren, diese Bilder, wenn man die im Kopf hat und wenn man darüber gehört hat, was da passiert ist, diese Hinrichtung, das macht ja was mit einem persönlich. Inwieweit besteht da jetzt gegebenenfalls auch die Angst der Kollegen, die draußen unterwegs sind? Ich will überhaupt nicht mehr auf Streife, wenn da ich sag's jetzt mal platt, so ein Vollidiot eine Knarre zieht, im besten Fall noch so ein furchtbares Gewehr und knallt einem den Kopf ab. Ich sag's absichtlich so furchtbar. Inwieweit müssen Sie auch Angst haben, dass da viele Kollegen jetzt sagen und auch Kolleginnen, ich möchte diesen Job nicht mehr ausführen, ich habe sprichwörtlich Angst vor diesen verrückten Menschen da draußen? Also es ist ja so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Gegensatz zu der Ausbildung, die wir einst genossen haben, heute speziell auch auf solche Situationen vorbereitet werden. Gleichwohl, das ist ja, wenn man so eine Nachricht bekommt, man glaubt es ja zunächst gar nicht. Bei uns in der Westpfalz passiert sowas. Wir sind ja unterwegs mit Kriseninterventionsteams, wir haben Sozialbeauftragte, wir sind in sehr vielen Gesprächen mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wenn ich jetzt nicht hier wäre, wäre ich gleichzeitig bei der Dienstgruppe in Kusel, die im Einsatz war. Dort ist der Leiter der Polizeidirektion im Moment ohne mich. Ich habe mich entschuldigt, weil ich hier den Anlass wahrgenommen habe. Also da werden wir die Gespräche fortführen, wir werden weiter die Betreuung übernehmen und genauso sind wir auch an der Familie der Hinterbliebenen, an beiden Familien, mit beiden sind wir in Verbindung und auch da laufen Betreuungsmaßnahmen. Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir die Themen aufbereiten, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Sie werden verstehen, dass im Moment zeitgleich die Ermittlungen laufen. Das ist riesig, aber das kriegen wir hin. Wir haben auch alle sozialen Ansprechpartner, die wir im Präsidium haben, gestern sofort alarmiert und die sind unterwegs und sind in vielen Gesprächen. Also jeder, der Anlass hat oder jeder, der bereit ist, mit Ihnen zu sprechen, der wird ein Gespräch bekommen und mit denen werden wir auch entsprechende Gespräche führen. Von der Behördenleitungsseite her wird es so sein, dass wir auch wirklich dann versuchen, mit den ganzen Dienstgruppen, mit jedem in Kontakt zu treten, die auch nur im Entferntesten beteiligt waren, sodass ich hoffe, dass wir damit die Situation auffangen können. Ich habe nicht die Befürchtung, dass die Polizei jetzt nicht mehr rauszufahren traut. Da bin ich sehr optimistisch und bin eigentlich auch sehr zufrieden über das hohe Engagement der gerade jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Also insofern, ja, wir kümmern uns darum, aber Ängste, dass die Polizei ihre Arbeit jetzt nicht mehr tun würde, die habe ich nicht. Herr Altherr, Herr Jung, Herr Altherr von der Rheinpfalz, eine Frage an Herrn Denne, eine an Herrn Orten. Herr Denne, die Polizeiinspektion Kusel ist ja jetzt nicht die allergrößte, hat jetzt zwei Beamte verloren. Wie geht man als Vorgesetzter damit um? Müssen Sie da jetzt Personal sozusagen auswechseln, weil alle betroffen sind, unter Schock stehen? Oder welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um der Inspektion Kusel zu helfen in dieser Situation? Und eine ganz andere Frage an Herrn Orten.
Sie haben von den Ermittlungen gegen den einen Beschuldigten im Zusammenhang mit Insolvenz gesprochen. Geht es da auch um ausgebrannte Fahrzeuge? Und war das ein VW Caddy, dieser Kastenwagen? Das war vom Kastenwagen die Rede, aber Frage das habe ich dann nicht zu verstanden. Ausgebrannten Fahrzeugen ist mir nichts bekannt. Und Frage 2, das war ein Kastenwagen, aber kein VW. Muss auch sehen, das sind für Ermittlungen der, im Saarland, der saarländischen Justiz, ja. Was das Insolvenz betrifft. Ja, da können wir also sowieso nichts dazu sagen. Das ist vielleicht unklar geblieben. Also ist, wir haben Hinweise, Erkenntnisse, dass Ermittlungen auch wegen Insolvenz oder wegen eines Insolvenzverfahrens geführt werden, aber nicht bei uns. Die werden im Saarland geführt. Das wird natürlich auch abgeklärt, welchen Stand die haben und was der Hintergrund ist. Wir wissen es im Moment aber auch nur, dass es das gibt. Mehr noch nicht. Ja, also wir sind natürlich mit Christoph Maurer und Anja Simon, dem Inspektionsleiter und seiner Vertretung, und auch mit den Kollegen vor Ort im Gespräch. Wenn es Bedarfe gibt, Sie wissen ja, wie alle, ich nehme an, bei den Medien wird es auch eine Notfallplanung schon geben für die Corona-Zeit, dann sind wir sehr flexibel und können im Ernstfall Personal nach links oder rechts verschieben, um Bedarfe zu erfüllen. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob wir bei der Personalverteilung bei der nächsten Versetzungsrunde schon daran gedacht haben, da lassen Sie uns noch 2 Tage Zeit, dass wir erst nochmal zu uns kommen, dass wir uns damit auseinandersetzen und die Personalverteilung im Polizeipräsidium, wir bekommen eine feste Größe dann, die wird dann jeweils nach der Größe entsprechend erfolgen und nach den Bedarfen und auch da, wo es vermehrte Bedarfe gibt, also wenn jemand ausfällt wegen Krankheiten und Ähnlichem, dann versuchen wir das in der nächsten Versetzungsrunde wieder auszugleichen, sodass wir eine gleichmäßige Besetzung überall haben. Es ist völlig normal, dass wir einzelne Ausfälle wegen Krankheit haben. Das, was jetzt passiert ist, ist was völlig Unnormales und was ich eigentlich nie erleben wollte. Und wenn es da Bedarfe gibt, dann sind wir im Gespräch mit dem Inspektionsleiter und der Leiter der Polizeidirektion kann auch schon im eigenen Bereich, kann der untereinander ausgleichen und da ist die Polizei auch sehr hilfsbereit untereinander. Dann sind auch die anderen Inspektionsleiter bereit, jederzeit auszuhelfen, sodass da keine Notlage in Kusel entstehen dürfte. Eine Nachfrage zur Sicherheit. Der 38-Jährige hat sich über seine Anwältin gestellt. Ist das korrekt? Und die zweite Frage wäre, Sie haben Waffen gefunden im Haus. War das eine große Anzahl und waren die möglichen Tatwaffen auch dabei? Danke. Also zum Ersten, ich habe diese Mitteilung auch heute Morgen aus den Medien gehört. Die Aussage, dass sich der Tatverdächtige über seine Rechtsanwältin gestellt habe, die stimmt nicht. Zum Zweiten, was die Waffen angeht, war Ihre Frage? Welche Waffen Sie gefunden haben, ob darunter auch die mögliche Tatwaffe ist? Ja. Kurze Nachfrage, das heißt, er hat sich auch über niemand anderen gestellt. Also es betrifft nicht nur die Anwälte, sondern er hat sich gar nicht über jemanden gestellt. Nein, er ist beim Verlassen der Wohnung, ist er zu einem günstigen Moment, ist er von uns festgenommen worden. Wir haben eine Vielzahl von Waffen sichergestellt. Es handelt sich um Langwaffen, es handelt sich um Kurzwaffen, es handelt sich um eine Vielzahl von Munition. Auch in unterschiedlichen Wohnungen haben wir diese Waffen sichergestellt. Es gibt in der Tat 2 Waffen, von denen wir davon ausgehen, dass es sich dabei womöglich um die Tatwaffen handeln könnte, beziehungsweise vieles dafür spricht, dass es tatsächlich die Tatwaffen waren. Aber auch die anderen Waffen können wir natürlich nicht außer Betracht lassen. Also jede einzelne Waffe, jede Munition wird entsprechend von uns untersucht werden, wird überprüft werden, wird dahingehend überprüft werden, ob es dafür eine Waffenbesitzkarte gibt, wird auch dahingehend überprüft werden, ob diese Waffen eventuell von jemand anderem unzulässigerweise den Tatverdächtigen überlassen wurden. Aber diese Ermittlungen, wie gesagt, die sind sehr umfangreich, die dauern noch an. Und auch was die Tatwaffen angeht, da bedarf es eines waffenrechtlichen Gutachtens, dass wir die definitiv auch dann als Tatwaffen bezeichnen können. Vielleicht noch klarstellen Sie Ihre Frage mit der Mittelbarkeit über das Gestellung. Ich kann bestätigen, dass eine Rechtsanwältin mit einer Polizeiinspektion im Saarland Verbindung aufgenommen hat, aber ihr Mandant, den sie hatte, war keiner der Tatverdächtigen.
und hatte mit der Polizeiaktion in Sulzbach nichts zu tun. Die beiden Dinge sind unabhängig voneinander zu bewerten. Die Aktion in Sulzbach beruhte auf der Fahndungserkenntnis der Polizei des Saarlandes, dass das Fahrzeug stattgefunden wurde. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage zu dem, Sie sagten, es gibt keine Verurteilungen bisher. Bezog sich das jetzt nur auf die Insolvenzverfahren oder auch auf frühere Verfahren, Verkehrsunfallflucht? Und wenn ist das noch ein laufendes Verfahren oder ist es irgendwie eingestellt worden gegen, was ich weiß, 170 oder was weiß ich was alles, gegen Geldauflage? Und die zweite Frage bezieht sich nochmal auf das Motiv. Das Einzige, das kommt einem so irrsinnig vor, was Sie bisher gesagt haben, war im Prinzip die Vertuschung der Wilderei. Gibt es keine anderen Motive, die Sie bisher ins Auge gefasst haben? Also ist es Polizistenhass oder es kommt einem so irrsinnig vor, dass es das einzige Motiv gewesen sein soll? Also für mich stellt sich das auch so dar, dass das einzige Motiv war, dass hier zur Verdeckung einer Straftat, zum Erhalt oder zu der weiteren Möglichkeit zu haben, hier auch mit Wild zu arbeiten und zu jagen, dass das das Motiv war. Ich habe keine andere Erklärung. Das kommt uns auch sehr, sehr seltsam vor, dieses Motiv. Aber das ist ja gerade ein Mordmerkmal vom Gesetzgeber als eine besonders verwerfliche Form der Tatbegehung ins Gesetz geschrieben worden. Das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt. Aber man kann nicht sagen, es ist unwahrscheinlich. Also beide Beschuldigte sind nicht vorbestraft. Nach meiner Kenntnis gibt es aber laufende Ermittlungsverfahren, aber nicht bei uns. Was die für einen Stand haben und um was es da genau geht, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. So, nochmal Kremers von Servus TV. Sie hatten ja gestern einen sehr raschen Fahndungserfolg. Können Sie mal einen Einblick geben, wie viele Fäden denn da im Hintergrund gelaufen sind, damit das Ganze dann soweit war? Wie viele Personen waren an der Fahndung beteiligt? Also wie muss man sich das Ganze vorstellen? Ja, über die Größenordnung sagen wir ja nichts, aber ich habe ja schon gesagt, dass da mehrere Einsatzabschnitte generiert wurden. Mit starken Personalkräften. Also wir können davon ausgehen, dass so circa um die 200 Beamtinnen und Beamte an der Sache gearbeitet haben. Frank Simon von Reuters. Mich würde interessieren, gibt es also Lehren, die man aus der Situation ziehen kann? Die Situation ist ja so schlecht gelaufen, wie sie nur laufen kann für die beiden Polizisten. Gibt es schon Erkenntnisse, was man vielleicht in Ausbildung oder was man sagen kann, okay, so können wir das nicht mehr machen, die Zeiten haben sich geändert. Gibt es da schon eine Idee, wie man das verbessern könnte, Sichermacher für die Polizisten? Also das ist die Frage, die wir uns natürlich stellen. Das ist die erste Frage, die wir uns auch gestern gestellt haben, die sich alle Vorgesetzten des Polizeipräsidiums Westfalens auch stellen. Was kann man anders machen? Was kann man im Training anders machen? Was kann man in den Konzepten anders machen? Und ich komme bei dem Fall zu dem Schluss, dass man gar nichts anders machen kann. Dass das eigentlich auch nicht blöd gelaufen ist oder schief gelaufen ist, dass das wirklich ein Ereignis war, das allein geschuldet der kriminellen Energie von zwei Tätern. Also ich habe ja gesagt, die Version, die ich mir vorstelle, ist, dass da ein Fahrzeug gestanden hat, das bei Polizisten Halt gemacht haben, weil sie helfen wollten, dann, wie sie die Feststellung getroffen haben, dass da was ist, auch kontrollieren wollten und dabei erschossen worden sind. Das können wir auch in Zukunft nicht vermeiden. Es ist ja unheimlich selten, wir hatten in PW Westfalz ja gerade jetzt erst das Jubiläum, vor 50 Jahren ist ein Kollege erschossen worden in der Innenstadt, damals von der RAF, das war der letzte tödliche Schusswaffengebrauch, absichtliche Schusswaffengebrauch gegen Polizisten und Polizisten hier bei uns im PB Westfalz. Wir können das, ich glaube, nicht verhindern, aber es ist ja Gott sei Dank, und das machen sich auch alle unsere jungen Polizisten auch klar, es ist ein ganz seltenes Ereignis, das ist zwar schwierig nach so einem einschneidenden Erlebnis, das zu bewerkstelligen, aber wir müssen da weitermachen und die arbeiten auch weiter. Wir werden unsere Arbeit auch weiter tun. Nochmal Alexandra Dietz, SWR, an die Staatsanwaltschaft. Nochmal kurz die Einordnung bitte. Was erwartet denn diese zwei Männer? Also kann man da schon irgendwie sagen, so und so viele Jahre, oder ist das jetzt alles zu viel Spekulation? Also eine kleine Einschätzung vielleicht, inwieweit das jetzt weitergeht.
Also wenn Sie das zugrunde legen, was der Haftrichter zugrunde gelegt hat, dann droht beiden Beschuldigten lebenslange Haft. Aber wir sind ja noch ganz früh. Ja. Wir reden jetzt von dringendem Tatverdacht, der sich auf die Erkenntnisse stützt, die jetzt in den letzten anderthalb Tagen gefunden wurden. Bis zum Urteil ist ein langer Weg. Ja. Aber wenn man die Strafvorschriften zugrunde legt, die jetzt als dringend tatverdächtig angenommen wurden, dann steht am Ende eine lebenslange Freiheitsstrafe. Aber das ist spekulativ. Nochmal eine Frage. Gibt es denn weitere oder gibt es überhaupt Zeugen der Tat? Worauf beruft man sich da seitens der Ermittler? Und ich weiß nicht, wie viele Hinweise sind da mittlerweile eingegangen seitens der Bevölkerung? Gestern waren es, glaube ich, 50 am Mittag. Wie ist da der aktuelle Stand? Also wir kennen momentan keine Zeugen, die dieses unmittelbare Tatgeschehen beobachtet hätten. Gleichwohl haben wir natürlich Hinweise, gleichwohl gibt es natürlich auch Aussagen im Nachgang über das Verhalten der Tatverdächtigen, die durchaus auch Ausschlüsse über die Tat geben. Dazu kann ich jetzt natürlich nicht mehr sagen an dieser Stelle. Und ansonsten haben wir ja auch die Öffentlichkeitsfahndung gestern ausgerufen. Und da sind mittlerweile mit Stand von heute Morgen sind bei uns 148 Hinweise eingegangen. Von der Bildverwaltung, eine ganz kurze Frage. Wenn Sie wirklich wegen Wilderei jetzt erwischt worden wären, was hätte Ihnen dann geblüht? Kann man dazu vielleicht was sagen, wie vom Strafmaß? Also die Jagd, der Vorwurf der Jagdwilderei ist ja auch Gegenstand des Haftbefehls. Und Stand jetzt geht der Ermittlungsrichter von einem besonders schweren Fall aus, weil man gemeinsam, also mindestens zwei Personen bewaffnet, sich zur Jagdwilderei aufgemacht haben. Und weil der Vorwurf auch dahin geht, dass das gewerbsmäßig betrieben wurde, dass man also das erlegte Wild anschließend mit Gewinn weiterverkaufen wollte. Und außerdem ist zur Nachtzeit gejagt worden und all diese Umstände machen das zu einem besonders schweren Fall. Und da sieht das Gesetz eine erhöhte Strafe vor, und zwar von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. In diesem Rahmen bewegt sich das. Daniela Pfad von der Bild nochmal. Hat man eine Kenntnis darüber, was die Tatverdächtigen zwischen den Morden und den Festnahmen getan haben? Also beispielsweise Wildfleisch zerlegt? Dazu gibt es jetzt keine konkreten Erkenntnisse. Nochmal Thorsten Kremers von Servus TV. Wie sieht es denn aus mit der öffentlichen Verarbeitung der Polizei dieses Trauerfalls? Wird es auch eine öffentliche Trauerfeier geben, eine besondere Begründung? Also es wird sicherlich eine vom Land veranstaltete öffentliche Trauerfeier geben. Was heißt öffentlich insoweit, dass wir natürlich die Hinterbliebenen und alle, die einen Bezug dazu haben. Also wir können jetzt nicht 2000 Menschen dazu holen lassen. Das müssen wir im Detail noch abstimmen. Darüber hinaus wird es auch ein stilles Gedenken geben. Zunächst einmal für die Familie und die unmittelbar betroffenen Polizeibeamtinnen und Beamten aus der Umgebung. Da sind wir im Moment in der Planung. Und danach stehen dann auch die beiden Beerdigungen an. Also da bitte ich um Rücksicht, dass wir im Moment erst in der Planung sind und die genauen Daten, die Termine noch nicht feststehen. Wir sind da auch in Gesprächen mit beiden betroffenen Familien, mit den Lebenspartnern, um dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Angehörigen da auch einbindet, genauso wie es ganz wichtig ist, unseren Polizeibeamtinnen und Beamten die Gelegenheit zu geben, daran teilnehmen zu können. Aber wie gesagt, Überlegungen sind da, es gibt auch erste Ideen, wie wir das gestalten können, aber es sind wir noch mitten in Überlegungen. Ja, noch eine Frage. Also was mir nicht in den Kopf geht, ist, da werden zwei wegen Wilderei erwischt und
erschießen kaltblütig einfach zwei Polizeibeamte. Also Faktoren sind genannt worden, brüchige soziale Verhältnisse, schwierige wirtschaftliche Lage. Aber das reicht doch eigentlich nicht aus, um einfach zwei Polizisten jetzt sozusagen totzuschießen in einem Einsatz. Gibt es Erkenntnisse über weitere Faktoren, die vielleicht dazu geführt haben, zu dieser monströsen Tat? Also waren die unter Drogen, Alkohol, sonstige externe Faktoren, die möglicherweise dazu geführt haben, dass sowas da passiert? Also die Staatsanwaltschaft wird wie immer in diesen Fällen psychiatrischen Rat sich einholen, wird also die beiden Beschuldigten psychiatrisch begutachten lassen und erfahrungsgemäß ergeben sich dann Erkenntnisse zu diesen Fragen aus der psychiatrischen Untersuchung. Im Moment kann ich Ihnen noch nichts dazu sagen. Also außer, dass man fassungslos davor steht, ist das nicht erklärbar. Also Herr Alter, es ist ja so, Es gibt ja wohl kaum ein vernünftiges Motiv für einen Mord. Also es ist, jeder Mord ist unvernünftig. Insofern ist die Frage natürlich, betrifft jeden Mord. Aber es fällt schon auf, dass die Kapitaldelikte in letzter Zeit, dass es da ein Defizit an Erklärung gibt. Also manchmal wissen Täter selbst nicht, warum sie was gemacht haben. Und das ist auch eine besorgniserregende Entwicklung. Ja, wir können ja nur die Sachverständigen holen, die Psychiater, und können hoffen, dass der Verdächtige auch Angaben macht, auch vor dem Psychiater und auch sonst, ja, zu seinen Motiven. Es ist aber manchmal so, dass es erst später im Vollstreckungsverfahren dann zur Äußerung kommt.